So, wer hätte gedacht, dass ich mal mit dem TGV fahre? Jack TGV. Nach Paris. Er hält dann noch einmal. Und dann. Messieurs, bonjour. Au nom de la SNCF et de la Deutsche Bahn, bienvenue aux voyageurs qui nous rejoignent à bord de ce TGV à destination de Paris-Est. Je suis Pascal Hott, chef de bord de l'équipe Coucou Allemande. Nous serons à votre disposition durant tout votre voyage. Pour votre confort, un bar est à votre disposition. Pour votre confort, un bar est à votre disposition en voiture 14 au milieu de ce train. Pour la tranquillité de tous, merci de passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes. Mesdames et Messieurs, notre train circule actuellement avec un retard de 24 minutes environ en raison d'une panne de signalisation. Nous vous informons de vos possibilités de correspondance dès que possible. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen der SNCF der Deutschen Bahn begrüßen wir Sie im TGV nach Paris Ostbahnhof. Mein Name ist Pascal Hott. Bei Fragen und Wünschen helfen mein deutsch-französisches Team und ich Ihnen gerne weiter. Beide links. Leaving Paris. Approaching London. Our train will be non-stop to London St. Pancras, where we should be arriving at 13:30, that's 1:30 p.m. local time. Liebes, diese unorthodoxen Sachen. Nicht das blöde LED-Licht in der deutschen Sitzungsaufwendungen. Von allein kommt es ja nicht. Keine Firma der Welt wird heute gegründet und hat in den nächsten 4 Wochen Gewinn. Nicht, wenn sie ein Produkt entwickelt. Dann hast du erstmal Ingangsetzungsaufwendungen oder Verluste. Ein anderes Wort dafür.
schön aus, gell? Typisch Afterbüro. Club, das ist doch mal was, oder? Das Bild da ist doch geil, oder? So eine Schlachtenszene. Ja. St. James Square. This is very British. British toast, indeed. Toast and tea. The Emirates airline links the Royal Docks with the Greenwich Peninsula. On this flight, we'll help you to discover a fascinating corner of one of the most exciting cities in the world. Just a few miles to the northwest is the London 2012 Olympic Park. The Games were an enormous success, watched by more than 3 billion people globally. And huge efforts have gone into making sure the Games leave a powerful legacy for future generations. Lots and lots of exciting developments happened in the east side of London, and all linked by the Docklands Light Railway trip through Canary Wharf has been listed as one of the 10 great railway journeys of the world. It is one of the great regeneration projects of the last century. The River Thames has been the lifeblood of London since Roman times, and trading ships have plied its waters for centuries. As the size of ships increased, they needed powerful tugboats to guide them. Despite the demise of the old docks, the tugs and their skippers are still the workhorses of the river. Cool. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich darf ja nicht was sagen.